Buenas noches. Guten Abend, vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind zu diesem neuen Treffen in diesem Zyklus, das Morgen neu überdenken. Heute ist Judith Schalansky bei uns. Sie ist Schriftstellerin, Grafikdesignerin und visuelle Künstlerin und wir werden mit ihr uns unterhalten, um eben die uns Gedanken zu machen über die Herausforderungen der Zukunft und wir besprechen dann dieses Buch, Verzeichnis einiger Verluste, herausgegeben hier in Spanien von Acantilado. Vielen Dank, Judith, dass du hier zu uns gekommen bist. Und es ist wirklich ein großes Vergnügen, mit dir hier sprechen zu dürfen. Zum Anfang möchte ich einmal dich fragen zu deinem Atlas der abgelegenen Inseln, den du 2011 veröffentlicht hast. Ein Buch, das in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurde. Und das ist eine narrative, poetische und visuelle Reise durch diese Inseln in Form von Verheißungen und Geheimnissen. Wie steht das Verzeichnis einiger Verluste, durch dessen Seiten wir heute Abend reisen werden, im Dialog mit der Vision, die du in diesem Atlas vorgeschlagen hast? Und wie steht die Judith von heute im Dialog mit der Judith von damals? Es ist wirklich schwer. Den Atlas, den habe ich Ende meiner 20er Jahre gemacht. Und ich habe lange gedacht, so ein perfektes Buch kann ich nicht nochmal machen. Man macht mit Ende 20 die Dinge anders als eben mit Ende 30. Da liegen 10 Jahre dazwischen. Und mit Ende 20 ist man so größenwahnsinnig, dass man auf die Idee kommt. Jedenfalls kam ich auf die Idee, einen Atlas zu schreiben und zu sagen, das ist ein Atlas und den habe ich entworfen mit diesen 50 Inseln und insofern auch ein sehr sehr enzyklopädisches Genre zu kapern und einfach sich zu trauen, zu sagen, ich stelle den Atlanten, die es schon gibt, einfach meinen ganz persönlichen entgegen. Ich habe jetzt gerade den Atlas im letzten Jahr nochmal überarbeitet, durch 5 neue Inseln erweitert und ein neues Vorwort geschrieben und ich habe gemerkt, dass das gar nicht einfach ist, sein eigenes Werk nochmal anzufassen und dass es sehr gute Gründe gibt, die Dinge so zu lassen, weil das Vorwort damals mit offenen Augen geschrieben worden ist, die hat man 10 Jahre später nicht. Man weiß auf eine Weise auch zu viel, man weiß auch vielleicht zu viel, was von einem erwartet wird, aber das war interessant, sein eigenes Werk nochmal zu befragen. Das ist ja das Verrückte, dass die Dinge dann auch miteinander reden, die einzelnen Bücher miteinander. Totalmente. Y de hecho. Ja, das ist so. Und dieser Dialog zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart ist natürlich ein Schlüsselelement, das uns auch zu deinem Verzeichnis führt. Und du schreibst Folgendes im Vorwort. Ein Buch ist eine Zeitkapsel, in der die Spuren der seit seiner Niederschrift und seiner Drucklegung vergangenen Zeiten mit verzeichnet sind und in der jede Ausgabe eines Textes sich als ein der Ruine nicht unverwandter utopischer Raum erweist, in dem die Toten gesprächig sind, die Vergangenheit lebendig, die Schrift wahr und die Zeit aufgehoben ist. Auf den Seiten deines Buches, die verlorene Vergangenheit heraufbeschwören und ihre Spuren in die Gegenwart rufen, gestaltet sich die Erinnerung als Resonanz, als Dialog, als Echo. Und auf diese Art und Weise deckst du Schichten der Geschichte und der Historie auf, die diese 12 verlorenen Schätze rekonstruieren, indem sie, du sie dir in deinem Schreiben neu vorstellst, neu imaginierst. Wie würdest du diesen Prozess beschreiben, dieses fast archäologische Eintauchen in diese eigene Genealogie, um genau die Schicht aufzudecken, die du dann in Text verwandelst, in Schrift?
interessant, dass wir dann wirklich auf diese Analogie der Archäologie kommen. Die Grabungstätigkeit, nicht ohne Grund, da spielt sie ja in der Psychoanalyse auch eine große Rolle, in denen man darüber redet, dass man Erinnerungsschichten eigentlich begehbar macht in dieser, in diesen Therapiesitzungen. Und was mir aufgegangen ist, dass das erstmal was auf eine Weise was Körperliches hat, selbst wenn wir in der Bibliothek sitzen und diese ganzen Texte lesen und die aus sozusagen verschiedenen Zeitschichten zu uns sprechen und die aber verrückterweise auch sich gegenseitig kommentieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Sappho-Rezeption des 19. Jahrhunderts lese, dann oder das, selbst des 17. Jahrhunderts, dann lese ich sozusagen vergangene Interpretation einer viel früheren Vergangenheit. Und auf einmal ist man in einem Raum, in dem eigentlich nur noch Echos zu einem sprechen und in dem es so etwas wie den Ursprung gar nicht mehr geben kann. Das ist so ein Rückkopplungsraum, das ist was völlig Verrücktes. Wir kennen das manchmal, wenn wir Filme sehen, die zum Beispiel in den 50ern spielen, aber in den 80ern gedreht worden sind. Und wir sehen sozusagen die Fantasie der 80er, der 50er. Und ich bin gespannt, wie wir zum Beispiel in 20 Jahren auf Filme schauen, die, die heute Historien erzählen. Das ist was ganz, ganz Verrücktes. Das heißt, man muss weg davon kommen, dass es so etwas wie das Echte und den Ursprung und die wahre Quelle gibt. Das ist natürlich, trotzdem suchen wir sowas wie Wahrheit, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Archäologie letztendlich auch eine Wissenschaft ist, die auswählt und die zerstört. Die Archäologie zerstört. Ich meine, in dem Moment, wo man anfängt zu graben und die Dinge freizulegen, wählt man eben aus, was davon eigentlich bewahrenswert ist und was nicht. Und das ist etwas, was viel, viel diffiziler, glaube ich, ist, als wir uns das so vorstellen. Wir haben, glaube ich, so museale Vorstellungen, aber irgendwer hat an irgendeiner Stelle gesagt, das ist eine Vase, die ist wertvoll und diese Scherbe daneben eben nicht. Totalmente, ¿verdad? Ja, genau. Es ist eine Selektion, eine implizite Selektion, auch in diesem Akt des Schreibens. In deinem Verzeichnis hast du dich ja auch entschieden für 12 verschiedene verschwundene Schätze und du hast gleichzeitig andere ausgeschlossen. In diesem Prozess hast du auch einen Dialog angefangen mit der Anwesenheit und der Abwesenheit. In deinem Text wird etwas aufgebaut, ausgehend von diesem Gleichgewicht. Jeder Text ist eine Art Fotografie des Möglichen oder vielleicht sogar ein Negativ. Etwas, das du wieder dem Leben zurückgibst über das Schreiben. Und da sind auch alle Echos der Vergangenheit mit eingeschlossen, einschließlich deiner eigenen Erfahrung als Schriftstellerin, Forscherin und vor allem auch Erzählerin. Und ich wollte dich fragen, wie hast du die 12 Schätze ausgewählt, die du in diesem Buch untersuchst? Und gibt es vielleicht irgendeinen, den du absichtlich weglassen musstest oder wolltest? Ein faszinierender Prozess, der geradezu was Organisches hat. Zum Anfang ist es wirklich so, ich dachte erst, ich mache 25 und dann habe ich gemerkt, 25 ist zu viel, dann waren es 20 und es wurden immer weniger. Und irgendwann hatte ich diese Struktur mit den 16 Seiten. Ich wollte gerecht sein. Ich wollte sagen, in jeder Geschichte habe ich einen anderen Ton, ein anderes Genre, einen anderen Stil, auch eine andere Perspektive. Aber ich will wenigstens gerecht sein, was den Umfang angeht. Und ich habe mir vorgestellt, dass das wie eine Wunderkammer eigentlich ist. Und jedes Fach in dieser Wunderkammer ist gleich groß. Und ich habe sozusagen eine äußere Gleichheit, die mir erlaubt, umso variantenreicher in dem Text selbst zu sein. Und das sind alles Dinge,
die mit mir zu tun haben, die ich gewissermaßen gefunden habe oder die mich gefunden haben. Das heißt, mir war ganz klar, ich muss an einer Stelle erzählen, was hat das mit mir zu tun. Deswegen gibt es einen Text über meine erste Erinnerung, die davon handelt, wie ich im Alter von 3,5 aus dem Fenster gesprungen bin, weil ich allein gelassen worden bin von meinen Eltern und in der DDR das Konzept Babysitter nicht bekannt war. Und es gibt eine andere Geschichte, die eigentlich erzählt, wie meine Eltern sich getrennt haben. Meine Mutter hat sich von meinem biologischen Vater früh getrennt. Insofern gibt es einen Urgrund, eine Urverlusterfahrung. Und Kinder, wie wir wissen, sind sehr, sehr sensibel dafür, was verschwiegen wird, was nicht da ist. Und das ist etwas Autobiografisches, es spielt da mit hinein, aber es gibt natürlich auch Texte, die einfach rein mussten. Es war klar, ich brauche einen Text, der von Ruinen handelt. Ich kann das kombinieren mit dem Bildersturm. Insofern habe ich diesen Text über Rom, den man dann mit Frankreich zusammenführen kann, mit der Revolution. Das ist ganz faszinierend, dass eigentlich, bevor die Revolution, die französische Revolution angefangen hat, gab es die Ruinenmode. Das hat mich total fasziniert. Die Adligen haben sich quasi Ruinen bauen lassen, als ob sie ahnten, dass irgendwann tatsächliche Ruinen wirklich umgesetzt werden, tatsächliche Ruinen auf einmal in der Landstadt steht und tatsächliche Köpfe rollen. Also es gibt, vielleicht ist das auch so eine Art Vorausahnung, das hat mich total fasziniert. Dann war klar, ich war, seit ich 14 bin und mich in ein Mädchen verliebt habe, besessen natürlich von Sappho, die auf der sozusagen alles, was wir heute lesbische Gefühle nennen, zurückgeht, und war völlig fasziniert davon, dass das eine Dichterin war, die 26 Jahrhunderte vor uns gelebt hat. Und das ist das Irre, wenn man sich mit Sappho beschäftigt, es sind ja nur Fragmente überliefert. Aber diese Fragmente, so lustig manche sagen, es sind 7% nur erhalten. Es ist wahnsinnig rührend, dass man das herausgefunden hat, berechnet hat. Aber diese Fragmente erzählen von der Macht des Eros. Und mir gefällt so sehr, dass sozusagen der Gott des Verliebtseins eigentlich, Aphrodites Diener, der Knecht, dass der sozusagen als erstes auf der Bühne der Dichtkunst betritt. Und wenn sie schreibt, ach Eros, du schon wieder, fällst mich an wie ein Tier, dann ist das ein Gefühl, was wir immer noch kennen. Das fasziniert mich. Ich meine, wir kennen, dass das ein Gefühl ist, das nicht nur schön ist, sondern tatsächlich auch quälend und bitter. Wir wissen nicht, in welchem Kontext diese Gedichte entstanden sind, und alle Fantasien, die wir uns über Sappho machen, die können nicht eingelöst werden, die können nicht überprüft werden, weil wir sozusagen keine Ahnung haben, was vor 26 Jahrhunderten das bedeutet hat und was heißt das, wenn sie auf irgendeiner Insel lebte und da mit irgendwelchen Frauen war. Manche haben gedacht, es ist eine Schule gewesen, andere haben gedacht, es ist vielleicht eine kultische Gemeinschaft gewesen oder so. Aber es ist lustig, das sind unsere Begriffe. Aber was wir noch kennen, ist die Macht des Eros. Und das ist was Faszinierendes. Und für diesen Text, das habe ich als klassischen Essay geschrieben, habe ich tatsächlich versucht, darüber wirklich zusammenzutragen, was wissen wir über eine wirklich beinahe, also eine antike Figur, die fast schon am mythischen Zeitalter entlang schrammt. Und ich war kurz davor, Altgriechisch zu lernen, aber dann war klar, ich muss das Buch dann irgendwann zusammenbringen. Und das war wahnsinnig aufregend. Das heißt, ich schreibe solche Bücher auch, um mir Wünsche zu erfüllen. Und die Möglichkeit zu haben, in der Bibliothek über Jahre zu sitzen und meinen merkwürdigen Wissensobsessionen nachzugehen. Fantastico. Fantastisch. Und einer dieser Schätze, den du untersuchst durch die Zeit, das sind diese Fragmente von Sappho. Du hast ja auch die Begierde und den Eros erwähnt. Und diese Lust beginnt ja auch mit einer Abwesenheit. Also steht der Vorstellung zur Verfügung und du installierst dich in diesem Raum, um ihn zur Präsenz zu machen. Dieser
sanfte Eros ist da und du hast ja Sappho da in diesem Fragment 33 erwähnt. Diese süß-bittere Erfahrung, hast du die schon auch in dieser Dokumentation gefunden, in deinen Quellen? Und du hast ja natürlich auch die historischen Quellen dann ja so gesucht. Und dann auf der anderen Seite gibt es die sukzessiven Reinkarnationen. Diese Fragmente hast du ja auch im Lauf der Zeit mitverfolgt. Und das alles fließt ein in deine Erfahrung des Schreibens. Und das bestätigt die Flexibilität und auch die Dynamik der Fragmente. Jedes Bild, jedes Buch entsteht ja so. Und du sagst ja auch im Vorwort, dass du den Wunsch hast, nicht nur Bücher zu schreiben, sondern sie auch zu gestalten. Also der Träger und der Inhalt kommen zusammen und du lässt diese Ambivalenz entstehen. Es sind ja zwei Codes, die letztendlich zu einem ganz persönlichen Code führen. Und wir als Leserinnen und Leser haben dann Zugang dazu. Also in diesen 12 symmetrischen Texten gibt es da einen, wo du sagen würdest, dass die Beziehung zwischen Inhalt und Träger, also Art des Erzählens und Gegenstand wirklich unzertrennlich ist? Gibt es da eine? Ich möchte natürlich eigentlich behaupten, dass das bei allen der Fall ist. Zumindest probiere ich das. Und ehrlich gesagt schreibe ich zum Schluss, wenn ich das Buch setze und merke, da läuft die Zeile nicht so gut. Da gibt es mir zu große Lücken beim Blocksatz. Dann schreibe ich den Text um. Das heißt, es gibt bei mir sozusagen doch dann doch als ein Postulat, mir ist ein ruhiges Textbild sehr, sehr wichtig. Und manchmal baue ich tatsächlich dann Wörter um oder benutze ein anderes Adjektiv, damit es schöner aussieht. Insofern gibt es doch ein Postulat der typografischen Schönheit. Und natürlich habe ich das bei allen Texten, weil sie gleich lang werden sollten. Ich bin gar nicht sicher, wie ich darauf antworten soll, weil ich glaube, dass das Thema des Buches in allen auf eine Weise vorkommt. Es gibt zum Beispiel diese Geschichte der untergegangenen Weltreligion von Mani, eine völlig obskure Religion, die wir heute nur noch in dem Fremdwort manichäistisch kennen, aber das war tatsächlich mal eine weit verbreitete Religion, die dann unterdrückt wurde und alle Schriften zerstört wurden. Und der Religionsgründer hatte die famose Idee: Wenn er schon eine Religion gründet, dann schreibt er seine heiligen Schriften selbst. Er verlässt sich nicht auf irgendwelche Jünger. Und da er nicht nur besessen war vom Schreiben, sondern auch vom Buchgestalten, hat er auch Illustrationen gemacht. Er hat sogar die Schrift gestaltet. Und ich habe sozusagen dieser sehr obskuren Gestalt aus dem 4. Jahrhundert, an der totalitäre, fundamentalistische, an dem Perfekten orientierte Züge wahrgenommen, die ich doch auch von mir etwas kenne, eine gewisse Obsession. Und es ist interessant, dass Sie davon reden, dass das Fragment, wir wissen, das Fragment ist etwas, was einen eigentlich einlädt. Ruinen sind für mich ein offener, utopischer Raum, weil die Vergangenheit und die Zukunft gleichermaßen anwesend sein kann. Ich komme nicht gut klar mit Städten, wo alles fertig ist, aber die Ruine ist auch ein Resonanzraum. Und eigentlich würde ich gerne Ruinen schreiben und Texte schreiben, die offen sind, die immer wieder mehrere Eingänge haben. Und wir kennen das in der Liebe, in dem Moment, wo es uns die Sprache verschlägt, wo wir aufhören, sozusagen Worte zu machen, da haben wir das Gefühl, jetzt wird es echt. Also insofern ist dieser offene Raum, oder in der Typografie sind es dann diese drei Pünktchen, die immer so was Vielsagendes haben, immer den Raum öffnen. Oder eben auch die Skulpturen, die zerstört auf uns gekommen sind und die ehrlich gesagt viel attraktiver aussehen, als wenn die Arme und Beine noch dran wären. Also die Torsi haben ja durchaus etwas, weil man sich den Rest eben dazu denken kann. Und das widerspricht vielleicht ein bisschen dieser Suche nach dem perfekten Buch.
weil meine Bücher sind ja gleichzeitig sehr strikt, sehr diszipliniert, sehr ordentlich. Und ich glaube, dass ich sozusagen diese strikte Ordnung brauche, um dann doch eine gewisse Offenheit zu erreichen. Und ich hoffe, dass man merkt, ich bin ein zwanghafter Charakter, aber ich weiß zumindest, dass ich zwanghaft bin. Und ich weiß, dass ich genauso gut über 12 oder natürlich 12 Milliarden andere Dinge genauso gut hätte schreiben können. Aber es sind zumal die, die viel über mich selbst verraten und die ich auf eine Weise vermisse. Ja, wenn ich daran anschließen darf, diese Selbstbegrenzung, die du dir selbst auferlegst, wird dann zu einem Raum der Freiheit, weil du hast dadurch die Möglichkeit, Grenzen zu sprengen zwischen Genre, zwischen visueller Sprache, zwischen verbaler Sprache. Und es gibt ja auch einen ständigen Übergang zwischen dem Wort und dem Bild. Beispielsweise, ohne zu viel zu sagen von diesen Geheimnissen, dieser 12 Schätze, die Judith hier untersucht in dem Text, den du dem Hafen von Greifswald widmest. Entschuldige, wenn ich das auf Spanisch nicht richtig ausspreche, da wird auch auf ein Bild von Caspar David Friedrich aufmerksam gemacht. Und das ist ja auch der Ort, in dem du geboren bist. Und da bestätigt sich, dass diese Freiheit, die du dir selber gewährst, von der Struktur und dem Bewusstsein dieser Erzählung, die du hier konstruierst, auf der Grundlage von Fragmenten. Das heißt, du übersetzt hier verbal ein Bild, ein visuelles, eine Ekphrasis, wie die der Iliade, der Achilles, also mit ganz minutiösen Details, und damit schaffst du diese doppelte Bewegung hineinzubringen, vom Wort zum Bild, vom Bild zum Wort. Und Calvino in seiner Lektion über Sichtbarkeit hat auch schon über diese Möglichkeit gesprochen in der Literatur, dass alle Realitäten und Fantasien zum Leben erweckt werden können. Bezüglich hier des Hafens und auch von Greifswald und auch anderer Erzählungen, da haben wir von diesem hybriden Raum gesprochen, dieser Grenze zwischen Chronik und Essay, zwischen Fiktion und Autobiografie. Welche übrigen Elemente würdest du noch zu deiner eigenen Vision hinzufügen? Nicht nur im Verzeichnis, sondern auch, was deine eigene Vision dieser Texte anbetrifft, der Grenzen, die wir noch in unserer jetzigen Zeit erforschen müssen. Ich bin gar nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe, ob es überhaupt eine Frage ist, gegangen ist. Aber ich will versuchen, da anzuschließen, genau bei dem Beispiel für den Hafen von Greifswald. Ich habe was Merkwürdiges probiert. Ich wollte nämlich in diesem Buch nicht nur über, vielleicht ist das doch eine Antwort darauf, ich wollte in diesem Buch nicht nur über Kulturgegenstände schreiben, also Kunstwerke, das, was man als erstes, worauf man verfällt, wenn man über zerstörte Kunstwerke denkt. Sondern ich wollte auch über Natur schreiben. Und deswegen gibt es eben eine Geschichte auch über den kaspischen Tiger, der einem Löwen in einer römischen Arena gegenübertritt. Und deswegen gibt es auch diese Geschichte vom Hafen von Greifswald. Greifswald ist eine hanseatische Universitätsstadt an der Ostsee. Und dort ist Caspar David Friedrich, der romantische Maler, geboren. Und Sie müssen sich vorstellen, ich bin dort aufgewachsen, und diese Stadt ist 45 kampflos übergeben worden. Und war in den 80er Jahren aber eine komplett ruinöse Stadt, weil sie in der DDR nicht renoviert wurde, weil sozusagen die alte Bausubstanz keine Relevanz hatte. Und das heißt, in dieser Stadt, die aussah noch in den 80er Jahren wie kurz nach dem Krieg,
bin ich aufgewachsen und überall hingen aber die Caspar-David-Friedrich-Bilder rum, in der Post, in der Sparkasse, beim Zahnarzt, im Wartesaal, und sie haben immer diese Ruinen von Caspar-David-Friedrich. Das heißt, es gibt auch hier so einen Rückkopplungsraum von Ruinen. Und die Naturwahrnehmung, die wir im Deutschen haben, die hat wahnsinnig viel mit der Romantik zu tun, nämlich, dass wir die Natur als Seelenlandschaft sehen und dass wir letztendlich, wenn wir Natur beschreiben, nur uns selbst, unsere eigenen Seelenzustände beschreiben. Und ich wollte das, weil mich das sehr interessiert, wie schreiben wir über Natur? Ich wollte es selbst probieren. Ich wollte einen Nature-Writing-Text schreiben. Und ich habe dazu, bin ich den kleinen Fluss, der dieses Hafenbecken in Greifswald speist, bin ich von der Quelle abgelaufen, 30 Kilometer bis zur Mündung, und habe versucht, diese Landschaft zu beschreiben. Und ich kann Ihnen sagen, das war eines der größten Abenteuer meines Lebens, weil ich gemerkt habe, ich habe keine Sprache. Ich bin da mit Bestimmungsbüchern rumgelaufen und habe versucht, und dann, das war noch im Ende März und es war kalt und es gab keinen einzigen Blatt am Strauch, und dann stehen sie vor so einem Dornstrauch und wissen nicht, ist das jetzt Schwarzdorn, Rotdorn, Walsdorn, woher soll ich das wissen? Das heißt, ich war gezwungen, eine Landschaft, die mir zutiefst vertraut ist, in der ich aufgewachsen bin, zu übersetzen in Sprache und erfahrbar zu machen. Ich habe gemerkt, mir haben meine Eltern dabei geholfen, weil die sehen, die gucken, was für eine Frucht auf dem Acker wächst und sagen, natürlich, das ist Raps, schon einmal gespritzt, deswegen sind die Ränder so gelb von den Pflanzen. Und ich habe versucht, wirklich, wissen Sie, das ist natürlich eine Menschensprache, die wir für die Natur haben. Und wir kommen offensichtlich mit der biologischen Vielfalt nur klar, wenn wir sie benennen. Und wir haben enorm viele Begrifflichkeiten dafür, und vor allem das Deutsche ist dort sehr poetisch. Aber natürlich gibt es auch die lateinische Art, alles zu benennen, aber es reicht nicht nur zu wissen, was da blüht, sondern sie müssen auch Verben haben, um das zu beschreiben. Und ich habe versucht, nicht darüber zu schreiben, dass ich Hunger habe, dass mir die Füße wehtun, dass mir kalt ist, sondern tatsächlich zu beschreiben, was ich sehe, auf eine Weise zu einem offenen Medium zu werden. Insofern gibt es keine Dramaturgie in diesem Text, sondern ich versuche tatsächlich sowas wie diese Fotoplatte zu werden, wo sich die Natur abbildet. Und das ist ein merkwürdiger, rauschhafter Text geworden. Und ich versuche damit natürlich auch dieses romantische Bild der Seelenlandschaft zu überschreiten. Auch wenn ich natürlich weiß, dass wir uns immer selbst mitnehmen. Aber ehrlich gesagt, ich habe da auch das Gefühl, dass es einen Überlieferungsbruch zwischen den Generationen gibt, dass Kinder heutzutage nicht mehr einfach in der Natur auch erkennen können, was für Pflanzen das eigentlich sind. Und ich appelliere an dieser Stelle an Sie, bitte sich mit Ihren Nachkommen zu beschäftigen und Ihr Wissen weiterzugeben. Ich glaube, dass durch die Digitalisierung dort auch viel verloren gegangen ist, weil es ist nun mal so, es kommt neue Begrifflichkeiten dazu, und natürlich, es gibt diese Apps, die sagen mir, ich kann was fotografieren und sagen mir, was für ein verfluchter Baum das ist, aber es macht natürlich was anderes, sich tatsächlich die Blätter anzuschauen, und es gibt diesen schönen Begriff des Bestimmungsbuches im Deutschen, es hat ja was Schönes, und ich meine nicht zuletzt, es ist eine Art der Aneignung, und wenn die Dinge verloren gehen, ich werde jetzt etwas pathetisch, weil mir das so wichtig ist, weil nur wenn wir nehmen die Dinge nur wahr, wenn wir Worte dafür haben, sie benennen können, und dann merken wir vielleicht auch, wenn etwas verloren geht und auf einmal nicht mehr da ist, und die Artenvielfalt, wissen wir, ist absolut bedroht, und das hat auch was damit zu tun, weil unser Sprachwortschatz verarmt. Erst verschwinden die Wörter, dann die Dinge. Genau. Das ist genau die Antwort, eine sehr reichhaltige Antwort. Genau das war die richtige Antwort, die du hier gebracht hast. Wir haben nämlich hier von Grenzen gesprochen, die hier erforscht werden müssen. Nicht nur als Grenze, sondern auch als Schwelle, als Möglichkeit, uns gerade in diesen zu erforschenden Raum zu begeben, den als Beobachter, den wir aus der Gegenwart beobachten, aber auch in Richtung Vergangenheit, um dann einen Blick auf die Zukunft zu werfen. Und das ist also nicht nur
diese Narrative im Verzeichnis, sondern diese Vielfältigkeit, die wir auch hier haben, die auch schon erwähnt hast, dieser verschiedenen Schätze, die du analysierst und die du dann übersetzt, also in dieser Doppeldeutigkeit, der sprachlichen Doppeldeutigkeit, architektonischen Vielfältigkeit, natürlichen, linguistischen, öffnet doch hier sozusagen einen literarischen Vorschlag, die als kombinatorische Literatur bezeichnet werden können, als Inventar, also als Bestandsaufnahme, als Verzeichnis gerade. Und wir sehen hier auch, wie wir dieses Dialog haben mit dem, was schon bei Calvino zu sehen war oder bei Virginia Woolf in den Wellen von Virginia Woolf. Und da gibt es Referenzen, also die noch über das Genre hinausgehen, über das spezifische Objekt hinausgehen. Und auf dieser Reise, wie du schon sagtest, gibt es auch autobiografische Elemente. Es gibt auch persönliche Wünsche. Und gerade bei diesem Übergang vom Bild zum Wort, zwischen der Erinnerung und der Imagination, wie lebst du nun das nicht nur bezüglich zu diesem Werk, dem Verzeichnis einiger Verluste, also dieser Kern dieser Erinnerung, wie erfolgt dieser Schritt in den jeweiligen Schichten, die immer wieder neue Möglichkeiten öffnen der Lesung, nicht nur jetzt in Bezug auf den Text, sondern auch auf die Wahrnehmung, auf das den Wert, den du jedem einzelnen Wort schenkst. Ich glaube tatsächlich total an die Kraft der Literatur als Überlieferung von Wissen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Kunst etwas ist, was eine fantastische Archivierungsmöglichkeit ist. Und insofern gibt es da auch eine politische Dimension, die wir, glaube ich, gar nicht so richtig vor Augen haben. Das heißt, das Verrückte ist mit diesem Greifswald-Text beispielsweise, dass es auf Grundlage dieses Textes auf einmal in der Stadt ein Bewusstsein für diese Gegend, die ich beschrieben habe, gegeben hat. Auf einmal wurde darüber geredet, dass man versucht, das Moor zu regenerieren, dass dort auch, dass ich dort durchschritten habe. Und ich dachte auch beim Schreiben, ich versuche eigentlich das zu machen, was Biologen teilweise auch in Feldstudien machen. Ich versuche zu beschreiben, was ist, was ich sehe. Und das ist sozusagen auch ein Ursprung von Literatur, eine Aufzählung, eine Liste. Und das ist so schön, im Deutschen steckt das Wort zählen in erzählen. Und da ist was Verwandtes. Und ich bin natürlich offensichtlich besessen von Listen, weil Listen sozusagen auch eine eigene Poesie haben und Zusammenhänge stiften. Und das heißt, aufgrund dieser Beschreibung der Natur wird man später sagen können, in diesem Jahr 2018 habe ich diesen Text geschrieben, gab es zum Beispiel noch den Bluthänfling in Vorpommern, es gab noch diesen Strauch, es gab noch was anderes, es gibt den Sprosser, das ist die nördliche Cousine von der Nachtigall. Also es ist eine Archivierungsmöglichkeit. Ich muss immer ein bisschen daran denken, dass wir anhand von holländischen Eisbildern, von holländischen Genreszenen, die draußen spielen, sehen können, dieser Fluss war damals noch zugefroren in dieser Zeit. Wir können die kleine Eiszeit zum Beispiel anhand von diesen Bildern nachvollziehen. Und ich meine, wenn wir irgendwas über das 19. Jahrhundert wissen wollen in Frankreich, dann lesen wir Flaubert. Und das ist eine Möglichkeit, eine ganze Welt wieder aufstehen zu lassen. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass wir mit Hilfe von Literatur eben alles können. Und das ist das Tolle. Und ich kann auf eine Weise auch wie ein Detektiv sein. Ich kann aber auch ein Klageweib sein. Ich kann, und das ist mir beim Schreiben so aufgegangen, dass die Verlusterfahrung, oder sagen wir, dass es zwei Ursprünge, glaube ich, für Kultur
gegeben hat. Und das hatte für mich einen unglaublich aufregenden Moment, als mir klar wurde, ja, es gibt das Orgiastische, es gibt die Feier des Momentes, das Tranceartige, dass wir sagen, es wird eine Schwelle gefeiert zu einem neuen Kapitel des eigenen Lebens. Aber es gibt natürlich das Ursprünglichste, ist die Verlusterfahrung. Und das ist der Beginn jeglicher Kultur, dass unsere menschenähnlichen Vorfahren beschlossen haben, wenn ein Artgenosse stirbt, irgendwas zu machen, was etwas bedeutet. Mhm. Und das ist eine, und wir wissen, wenn wir einen Verlust zu verzeichnen haben und ein naher Mensch stirbt, wie unfassbar hilfreich es ist, dass es eine Tradition gibt, dass wir wissen, was man dann machen muss und dass wir diese Tradition mit Bedeutung füllen können und dass es diesen Moment gibt, wo jemand zu Grabe getragen ist, man die Blumen geworfen hat und die Hände geschüttelt und dann beisammen sitzt und anfängt, Geschichten zu erzählen und diese Leere, die entstanden ist, mit einer Vielzahl von Geschichten zu füllen. Und dass das nicht nur was Trauriges ist, sondern dass das Beste eigentlich ist, wenn man dann auch anfängt zu lachen. Und ich glaube, das war auch in dieser letzten Zeit wahnsinnig schlimm, dass man sozusagen nicht mal, wenn, ich meine, es gab so viel Verlust und es gibt den noch und es gibt den dadurch, durch die Pandemie, aber auch durch andere Sachen, aber dass wir sozusagen daran gehindert sind, unsere alten Rituale zu nehmen und die nicht ausleben können, sondern dass Menschen zu Grabe getragen worden sind, ohne dass man sie betrauern konnte, gemeinsam, ohne dass es dieses etwas überkommene, aber dann doch wirkungsvolle Beisammensein bei Kaffee und Kuchen danach gegeben hat. Und wir kennen es auch bei Trennungen. Es gibt den Moment, wo wir merken, eigentlich hatten wir zusammen eine Geschichte geschrieben und jetzt fängt jeder an, eine eigene Geschichte zu schreiben. Und das Verrückte ist, die gemeinsame Zeit verändert sich, weil unsere eigenen Geschichten sich widersprechen. Und das ist wahnsinnig schwer. Und was machen wir? Wir reden mit unseren Freundinnen und die können es irgendwann nicht mehr hören. Und man erzählt sich immer wieder, erzählt man sich die Erklärung, warum es nicht weitergehen konnte. Und je älter wir werden, desto öfter schreiben wir diese Geschichte aber auch wieder um. Das heißt, ich finde wirklich faszinierend, dass die Vergangenheit nicht wirklich vorbei ist, sondern etwas ist, was uns entweder heimsucht oder was wir auch fortwährend wieder aufsuchen, um zu verstehen, wer wir eigentlich geworden sind. Genau, das ist die Frage, eine der Fragen, die dieses Verzeichnis durchzieht. Und in diesem Text, auch über den Hafen von Greifswald, ist das Schwierige nicht, den Ursprung zu finden, sondern ihn zu erkennen. Das ist also genau dieser Prozess. Er ist ein gemeinsamer Prozess und ein individueller Prozess des Neuschreibens. Neu wird unsere Geschichte geschrieben und in den Texten wird auch etwas immer wieder neu geschrieben. Es gibt da eine Bewegung in drei Etappen. Einmal das Finden, also das Lesen in dem Fall, also die Suche, diese detektivartige Suche, die Dokumentation. Und dann eine zweite Bewegung, eine Abstandnahme, eine Distanzierung, um diesen Verlust oder diese Abwesenheit identifizieren zu können und dann kommt eine neue Nähe am Schluss. Und das ist ein Spiel. Und das bedeutet, dass das Buch auch eine Art Landkarte der Grenzregionen wird. Eine Landkarte von Fragmenten, die noch offen sind. Und es gibt Raum für die Magie und auch für die Vorstellungskraft, die Fantasie. Und du sprichst ja vom Buch als Zeitkapsel. Und damit integrierst du auch dieses Bewusstsein und diesen Wunsch, aber auch diese Verantwortung, wie du eben auch gesagt hast. Und wir sehen also einen Stich auf dem Buchdeckel, das Skelett eines Einhorns von 1749 ist dieser Stich. Und ich möchte dich jetzt fragen, wo findet man heute die Magie?
Überall. Also die Magie ist überall und das Abenteuer ist auch überall. Und wenn man die Wildnis sucht, dann sollte man vielleicht einfach in den nächstbesten Park gehen, denn sie ist überall. Chesterton hat mal gesagt, das Abenteuer lauert in der Straße, in der man aufgewachsen ist. Das heißt, diese merkwürdige Fantasie, dass wir ganz woanders hingehen müssen, um uns selbst zu finden oder um den Ursprung oder das Wilde zu finden, die halte ich für absolut überkommen. Es lauert überall und es wohnt natürlich letztendlich auch in uns. Man kann auch sagen, die Magie ist in uns und die Monster sind auch in uns. Das heißt, es hilft, oder gucken Sie sich zu Hause um. Es ist verrückt, dass wir mit all diesen Dingen leben und glauben, wir besitzen diese Dinge. Es ist nicht vielmehr so, dass die Dinge uns besitzen, dass unsere Vorstellung von Subjekt und Objekt auch überkommen ist. Und dass Geschichte etwas ist, was auch ganz anders hätte sein können. Und das ist es schwer, den Zufall zu denken, aber mir war auch wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es sehr wohl andere alternative Geschichtsläufe hätten geben können und dass es sie noch heute gibt, dass es sozusagen nicht fraglos ist und alternativlos, dass sozusagen der Kapitalismus die vorherrschende Wirtschaftsform ist, sondern dass es vielleicht noch unentdeckte Möglichkeiten gibt, dass es sich auch vielleicht lohnt. Wir machen das immer wieder, dass wir die Geschichte anschauen und sagen, wo sind eigentlich all die Frauen, die Kunst geschafft haben? Wo sind die schwarzen Autoren? Schwarze klassische Komponisten werden gerade entdeckt. Also es gibt auch viel sozusagen diese Identitätsbewegungen, die dann auch wichtig sind, weil wir können, das ist ja das Tolle beim Schreiben, man kann den biologischen Verwandtschaftsverhältnissen ganz andere entgegensetzen. Man kann auf einmal entdecken, dass man von jemand ganz anderem abstammt und mit ganz jemand anderem verwandt ist. Man kann sozusagen Verbündete suchen und andere Verwandtschaftsverhältnisse lesend wie schreibend. Wie gesagt, Calvino, Borges. Ich kann sozusagen, Borges hat gesagt, jeder Autor generiert seine eigenen Vorläufer, was ich sensationell finde. Ich kann mich sozusagen in eine Traditionslinie stellen und das hilft mir auch, davon abzusehen, dass ich die Welt neu erschaffen muss. Und deswegen ist für mich dieses Recherchieren so eine große Freude. Ich sage mir, ich erfinde nur im Notfall. Aber natürlich, ich will alles wissen. Und dann, wenn ich über einen bestimmten Tag in einem bestimmten Jahr schreibe, dann versuche ich zum Schluss noch herauszufinden, wie das Wetter dort war und gucken, ob ich irgendwelche Wetteraufzeichnungen finden kann. Und wenn ich merke, da finde ich nichts, dann ganz im Notfall erfinde ich was. Aber natürlich heißt das nicht, dass das die Wahrheit ist. Es gibt sozusagen, oder es gibt eine Wahrhaftigkeit und die ist sozusagen der Wahrheit nochmal übergeordnet. Und dadurch, dass ich immer wieder einen neuen Stil habe, eine neue Perspektive, zeige ich auch, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, über diese Sache zu reden. Und das ist einfach meine. Ja, und das ist die Magie, das ist die Magie. Nicht nur in diesem Verzeichnis, sondern die Magie des Wortes, die du einsetzt in deinem gesamten Werk. Also das Wort ist magisch, weil es sozusagen glitzert und neue Realitäten, sich gegenüber neuen Realitäten öffnet und dass es dann auch Transparenz gibt. Und gleichzeitig ist das Wort auch mythisch. Es ist ein Fundament und du begründest eine eigene Genealogie, aber auch eine historische und ästhetische Genealogie und eine literarische. Und in diesem Prozess, in diesem magisch-mythischen Prozess gibt es vor allem einen Text, den ich erwähnen möchte, also die Enzyklopädie des Waldes, im Wald, und da ist dieser Wunsch vorhanden, etwas zu bewahren für die Zukunft, damit die Zukunft darauf aufbauen kann, auf diesem Element. Wie siehst du diese Beziehung der Schätze, die verzeichnet sind, die Schätze, die uns umgeben, die vielleicht noch nicht entstanden sind oder die sich in Ruinen verwandeln?
Die Magie der Worte ist etwas Unglaubliches. Ich komme gleich auf die Frage zurück. Mir ist noch was eingefallen, was mir wichtig erscheint, nämlich dass die Worte etwas. Wir wissen, wie unglaublich tröstend es ist, wenn jemand die richtigen Worte findet, wenn jemand uns trifft und wenn wir auch etwas benennen können, auch wenn man ein diffuses Leiden hat, zum Arzt geht und auf einmal eine Diagnose hat. Mhm. Wir wissen, Diagnosen sind Moden, das ändert sich und sie haben immer einen bestimmten Resonanzraum und es werden in 100 Jahren andere Diagnosen gestellt für das, was wir heute haben. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auf eine Weise gültig sind, aber es hilft uns, einen Begriff für etwas zu haben. Und wenn wir unglücklich sind und Tagebuch schreiben, dann tun wir das auch, um herauszufinden, was uns eigentlich fehlt. Und auf einmal gibt es eine Verbindung zwischen Hand und Hirn, wo die Vernunft vielleicht gar nicht zwischengestaltet ist. Und ich habe gerade mal angefangen, meiner Tochter die Kinderbibel vorzulesen. Und dann fängt man natürlich an, dass Gott spricht und es ward Licht, dass sozusagen tatsächlich dieser ganze Schöpfungsakt, der hat mit dem Wort zu tun und das ist ja auch etwas, was bis heute geschieht, wenn man etwas benennt, ob jetzt auch eine Insel oder so, das heißt, diese Aneignung mit dem Wort, das ist etwas, es bedeutet aber eben auch einen Bund einzugehen und wir dürfen nicht vergessen, dass vieles an unserer Naturwahrnehmung letztendlich auf einem unglücklichen Übersetzungsfehler beruht, nämlich es hieß gar nicht, macht die Erde euch untertan, sondern man hätte dieses hebräische Wort genauso gut übersetzen können, kümmert euch drum. Und das ist etwas, also die Sprache entscheidet alles. Wir denken halt, wir leben in einer Welt, in der die Zahlen, und wir sind alle sehr daran gewöhnt, Zahlen, Prozentzahlen zu lesen. Wir die letzten 2 Jahre waren wir nur mit Zahlen beschäftigt. Aber wir wissen auch, dass es darum geht, diese Zahlen zu interpretieren und dass wir letztendlich dann doch die ganze Zeit kleine Mythen schreiben. Und es ist was Interessantes mit dem Mythos. Wir haben die Aufklärung gehabt und wir halten uns heute, glaube ich, alles für relativ säkulär und aufgeklärt. Aber der Mythos, der kommt immer wieder. Und ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in Deutschland gibt es enorm viele Verschwörungstheorien in dieser Zeit der Pandemie. Es gibt sozusagen eine Art abergläubischen Zugang, der sozusagen den Zahlen misstraut, der alternative Weltsysteme entwirft. Und es zeigt sozusagen, es ist wie eine kleine Gegenreformation. Also es gibt eine Gegenbewegung und die kann man unheimlich finden. Man kann aber auch sagen, dass wir alle nicht so aufgeklärt sind und dass wir letztendlich ein mythenbesessener, besessenes Wesen sind. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, in meinen Büchern versuche deutlich zu machen, indem ich zum Beispiel den Atlas auch als poetisches Gebilde bezeichne oder indem ich halt ein Verzeichnis schreibe und eben nämlich keinen Roman, sondern sage, ich schreibe ein Verzeichnis der Verluste, was etwas Bürokratisches anmutet. Das heißt, wir sind voll von Literatur und auch die Naturwissenschaft ist natürlich, und alle Naturwissenschaften haben natürlich Narration. Das heißt nicht, dass sie fake sind, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns die ganze Zeit Geschichten erzählen und dass diese Geschichten auch umgeschrieben werden können und dass wir letztendlich selbst auch unsere eigene Geschichte schreiben müssen und schreiben wollen, permanent. Und manchmal haben wir das Gefühl, jetzt müsste aber in unserer Lebensgeschichte mal endlich ein neues Kapitel beginnen. Also dass das Schreiben auch dass wir das sozusagen selbst machen, wenn wir nicht schreiben. Ja, wunderbar, Judith. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du diese Dinge über dieses außergewöhnliche Buch gesagt hast. Und jetzt geben wir dem Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen an Judith. Vielen Dank. Erst einmal danke für das Kommen und für diese interessante Konversation.
Ich fand das ganz witzig, diese Art und Weise, wie du Ruinen vermisst. Also Ruinen sind ja Reste von Dingen, die wir hergestellt haben, wir selbst. Und dann gibt es auch einen Verlust der natürlichen Welt. Also zum Beispiel der Kaspische Tiger. Ja. Gibt es nicht einen großen Unterschied zwischen dem Gefühl, das in uns aufkommt, einerseits gegenüber einer Ruine, wenn wir einer Ruine der Vergangenheit gegenüberstehen, oder wenn etwas Lebendiges verloren geht, der tasmanische Beuteltiger oder was auch immer. Für mich ist das ein Unterschied. Ein Tier geht verloren und das ist für mich schmerzhaft. Aber wenn wir eine Ruine haben, na gut, da können wir nichts mehr machen. Ja, inwieweit kann man diese Verluste wirklich so vermischen? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube tatsächlich, dass wir, es hat einen bestimmten Grund gehabt, dass ich Naturgegenstände genauso dabei haben wollte, weil ich eben tatsächlich das Gefühl habe, wenn wir über Verlust sprechen, dann müssen wir unbedingt über den natürlichen Verlust mitsprechen. Der muss irgendwie vorkommen in diesem Buch. Und dann ist mir eingefallen, dass in den barocken Wunderkammern es noch keine Trennung gab zwischen dem, was von Menschen gemacht ist, und das, was die Natur hervorgebracht hat. Also das Einhornhorn, was vom Narwal stammt, wurde ausgestellt, aber auch besondere filigrane Drechselarbeiten. Es war nur entscheidend, dass es staunenswert ist. Und ehrlich gesagt gefiel mir dieser Zustand, den wir heute auch noch bei Kindern haben. Kinder sammeln auch kleine Wunderkammern, die schleppen alles nach Hause, was sie so finden, und das wird noch nicht unterschieden. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass diese Unterscheidung ein Grund dafür ist, dass es diesen Verlust gibt, den wir gerade haben. Nämlich, dass wir das Gefühl haben, die Natur ist praktisch die Spielwiese, auf der wir uns ausleben können und die wir zum Objekt machen, uns untertan machen und die sozusagen ausgesaugt wird, die ausgebeutet wird. Und das hat was damit zu tun, dass sie eben Objekt ist. Und sie muss sozusagen auf eine Weise zum Subjekt werden. Und vielleicht ist es so, dass mich interessiert es wahnsinnig, welche Sprache wir haben können, um dieses Anthropozän eigentlich erfahrbar zu machen. Und alle reden davon, wann kommt der große Klimawandel-Roman und wie können wir sozusagen diesen prekären Moment eigentlich erfahrbar machen. Und ich meine, es gibt mittlerweile diese Plastikglomerate, also merkwürdige Gebilde, die aussehen wie Mineralien, aber das ist ja auch das Verrückte. Ich meine, Plastik ist letztendlich mittlerweile nährstofflose, anorganische Materie, aber ursprünglich ist Erdöl sozusagen gespeichertes Sonnenlicht urvordenklicher Zeit. Das heißt, selbst das, was sozusagen menschengemacht ist, ist letztendlich, es kommt ja alles aus der Natur. Und ich glaube, dass diese Einteilung, die wir dort haben, dass wir andere Einteilungen brauchen. Und es ist gegenwärtig sehr interessant, dass einem klar wird, es gibt ja, wir sagen auch immer, wir Menschen sind so, dass wir die Natur ausbeuten. Das ist aber Quatsch, das sind nämlich nicht wir Menschen. Es gibt viele Kulturen indigener Natur, die sozusagen sehr wohl mit Belebter, die sozusagen die Subjekthaft der belebten Natur anerkennen. Und das ist so schwierig, wir sind so anders geprägt, wir sind anders gepolt. Aber genauso wie wir uns den Zeitstrahl der Entwicklung immer linear vorstellen. Aber wenn wir erstmal anfangen, zum Beispiel ein wenig mehr zyklisch zu denken, dann können wir vielleicht auch darüber nachdenken, dass wenn ich diesen Baum abholze und hier sozusagen was und da Fleisch quasi anbaue, dass ich im nächsten Jahr ein Problem habe. Und das heißt, wir brauchen, glaube ich, andere Erzählweise, andere Narrationen, vielleicht auch andere Perspektiven. Ich habe von meiner thailändischen Übersetzerin erfahren, dass es im Thailändischen 20 verschiedene Ich-Perspektiven gibt. Das heißt, sie hat mich gefragt, welche sie wo verwenden soll. Das heißt, das Ich wird immer in Relation zu dem Du verwendet.
Und das heißt, es wird ein anderes Ich verwendet, wenn ich mit dem Du verwandt bin, ein anderes, wenn ich mal Schülerin des Dus war, ein anderes, wenn das eine ältere Person ist. Und das ist völlig irre, aber das ist so viel, ehrlich gesagt, so viel diffiziler, weil auch dieses ganze Konstrukt von Ich, das ist so, ehrlich gesagt, lächerlich. Also ich meine, es gibt lauter Bakterien, die unserem Darm diese ganze Arbeit machen. Wir sind sozusagen auch eine Ansammlung verschiedener, also wir sind auch ein Habitat, wir sind auch Humus, werden wir auch hoffentlich eines Tages wieder sein. Das heißt, wir gehen auch natürlich wieder in diesen Kreislauf ein. Ich glaube, dass wir diese narzisstische, egozentrische Vorstellung von einem Ich, was unabhängig von der Welt ist, das haben wir ja gemerkt, dass das Quatsch ist. Das heißt, uns tatsächlich eher auch als einen Gemeinschaftskörper zu begreifen oder vielleicht wie Pilze, die ihre Myzele ausflechten. Das ist schwer, das zu denken, aber ich glaube, dass die Literatur, dass die Kunst da hilft und dass es eigentlich, glaube ich, eine enorme Sehnsucht danach gibt, andere Erzählungen zu finden für die Welt, in der wir leben. Ich werde dann immer pathetisch, aber es tut mir leid, das ist so. No, al contrario. Nein, überhaupt nicht. Ganz das Gegenteil. Der Text, bei dem es um Villa Sacchetti geht, da sprichst du von der Stadt mit zwei Körpern. Mit dieser doppelten Ausrichtung sehen wir jetzt auch, dass du die nun auf die narrative Ebene überträgst, auf die Ebene des gemeinsamen Lebens. Und das ist ja genau dieses Spiel, diese Magie, dieses Magische der Literatur, der Künste, die es uns ermöglichen, von dieser Schwelle aus unserer Erfahrung heraus als Menschen auf diesem Planeten hier, in diesem historischen konkreten Moment, mit dem erweiterten Blick, mit dem freien Blick und endlichen, vielfältigen Blick, labyrinthischen Blick auf diesen verschiedenen Wegen, die sich verzweigen innerhalb der Literatur nun, das vornehmen, auch was du machst im Verzeichnis. Und da öffnest du diese Räume, damit wir als Leser und Leserinnen nun in diese Lücken hineingehen, in diese Risse, die du uns aufzeigst. Wie so oft hilft die Vielstimmigkeit und vielleicht ist deswegen der Roman, wir dürfen auch nicht vergessen, der Roman ist keine so alte Entwicklung und vielleicht war in der Antike sozusagen das Epos dran und dann kam später der Roman und vielleicht gibt es jetzt auch Zeit für ganz neue Genres und vielleicht sind es auch Miniaturen, vielleicht sind es sozusagen Texte, die einander kommentieren, ein unendlicher Raum, der sich vervielfältigt, auch wenn das eine Herausforderung ist, sowas in einem Buch darzustellen. Das Buch ist natürlich ein konservatives Medium, aber es ist tatsächlich, glaube ich, den vielen anderen Medien und vor allem den flüchtigen Medien enorm überlegen, weil es eben diesen Raum kreiert und weil es ein ganz merkwürdiges Gebilde zwischen Drei- und Zweidimensionalität ist und Vierdimensionalität. Also es gibt ja sozusagen auch eine vierte Dimension, die sich beim Lesen äußert. Und das ist eben ein Ort kuratierten Wissens. Insofern, wir merken auch gerade, dass die Bibliotheken eigentlich ein Ort sind, den wir dringender nötig haben. Und vielleicht soll man sozusagen die Bibliothek auch als Habitat begreifen. Vielleicht kann man die Natur sozusagen, vielleicht kann man auch die botanischen Gärten, dafür wäre ich sehr zu haben, die botanischen Gärten mit den Bibliotheken zu kombinieren. Als utopische Räume. Absolut. Ja, absolut. Und vielleicht wird das dann auch mal Realität. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn wir von der heutigen Gesellschaft ausgehen, vom jetzigen Zeitpunkt, in dem wir leben, gibt es, welche Ruinen würdest du aufzeigen für das Jahr 2500? Im Jahr 2500, welche jetzigen aktuellen Ruinen könnten von jetzt dort erscheinen? Das ist eine fiese Frage. Ich habe sofort das Gefühl, ich sitze in der Abiturprüfung. Ich habe keine Ahnung. 2500 ist mir unbegreiflich, unvorstellbar.
Unvorstellbar. In dem Moment, wo man Kinder hat, verändert sich ja das Zukunftsverhältnis. Ne? In dem Moment hat man auf einmal, denkt man, okay, wann wird das eigene Kind 60, 70, 80 sein? Was das für, wird das für eine Welt sein? Und es gibt schon so einen enormen Unterschied. Das ist das Faszinierende, wenn man sich mit Zukunft beschäftigt. Wenn wir das Jahr uns 2500 vorstellen müssen, dann was machen wir dann? Wir müssen dann 500 Jahre zurückgehen, um zu überlegen, wie sehr hat es sich seitdem verändert. Das ist das Faszinierende, was in den 70er Jahren geschehen ist, als sich die Atomsemiotiker damit beschäftigt haben, wie sie den Atommüll deklarieren, welche Zettel sie darauf geben, welche Warnhinweise sie machen, um eine entfernte Zukunft zu warnen vor dem, was dort gelagert wird. Und dann hat man bei Halbwertszeiten von 10.000 Jahren, 10.000 bis 30.000 Jahren, hat man auf einmal das Problem, dass man keine Ahnung hat, was war vor 10.000 bis 30.000 Jahren, meine Güte, das gab noch nicht mal, vielleicht gab es ein bisschen Sprachfähigkeit, aber noch lange kein Schriftsystem. Das heißt, wir kommen dort in Räume, die uns klar machen, wie grotesk es ist, dass wir Dinge entscheiden, die so einen enormen eine enorme Auswirkung haben und dass wir tatsächlich wie unfassbar begrenzt und dumm es ist, uralte fossilbasierte Energien auszubeuten, ohne darüber nachzudenken, was vielleicht danach kommt. Das heißt, da würde ich mir ein zyklisches Denken wünschen. Und ehrlich gesagt, was jetzt genau übrig bleibt, meine Güte, ich hoffe, dass die, ehrlich gesagt, meine größte Sorge gilt dann doch, der Artenvielfalt. Ich fände eine Welt ohne, das sind so die großen Schöpfungen, aber eine Welt ohne Giraffen fände ich zum Beispiel traurig. Ich weiß nicht, ob ich in einer Welt ohne Giraffen leben würde oder auch die Elefanten und so weiter. Das sind die großen Sachen. Es gibt natürlich auch viel hässlichere, viel bedrohtere Tiere, aber das ist etwas, was mich wirklich umtreibt, weil wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Da helfen auch keine Rückzüchtungen. Muy bien, pues hay otras preguntas, sí. Sehr gut, es gibt noch weitere Fragen. Ich würde gerne nun fragen, welchen Ratschlag würdest du den Menschen geben, damit die Schätze, die uns jetzt umgeben, nicht zu Ruinen werden? Soll ich noch mal wiederholen die Frage oder ist sie verstanden? Auswählen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir, dass das, was wir aufheben können, auch was mit unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten zu tun hat. Also wenn man sich die Miete für eine große Wohnung nicht mehr leisten kann, dann fängt man an, Sachen auszusortieren und man kann nicht alles behalten. Ich würde jedem empfehlen, versuchen, ein Fotoalbum der Kinder anzulegen. Ich selbst habe es immer noch nicht geschafft. Ich fühle mich deswegen immer als schlechte Mutter, weil wir nicht wissen, was mit den digitalen Daten passiert. Es gibt auch Datenverluste. Ich habe meine ganzen digitalen Daten meines Studiums nicht mehr. Und das andere ist, dass wir tatsächlich, glaube ich, aufmerksam sein müssen und dass wir vielleicht teilweise, wir denken so, okay, der Ikonoklasmus, also der Bilderschirm, das ist etwas, was die anderen machen, aber ehrlich gesagt nicht nur die Taliban zerstören Kunstwerke, sondern auch, gerade wurde in den USA eine modernistische Villa von Marcel Breuer abgerissen, damit ein Tennisplatz dort entstehen kann. Also es gibt sozusagen ganz unterschiedliche Denkmalschutzkonzepte auch und wir sind teilweise, glaube ich, ganz gut darin, uns
das aus der Vergangenheit zu nehmen, was uns interessiert. Ich meine, in Berlin wurde das Schloss wieder aufgebaut, aber nicht das echte Schloss, sondern eins mit einer falschen Fassade und einer merkwürdigen Ausstellung drin. Und dafür wurde der Palast der Republik abgerissen. Das heißt, man sucht sich irgendwas aus und manchmal gibt es eine Disney-Worldisierung der Vergangenheit, die nachvollziehbar ist, aber vielleicht etwas problematisch. Das heißt, ich würde immer sagen, man muss aufpassen, es klingt ganz komisch, kalenderspruchhaftig, aber wenn etwas einem wertvoll ist, dann soll man darauf aufpassen. Und wenn es aber eine Sache ist, ein Ding, dann soll man auch loslassen, wenn es weg ist, weil das Lustige ist, es ist ja gar nicht weg. Es ist nur woanders. Man findet es halt gerade nicht. Aber schlimmer ist es bei Menschen, wenn man erst in dem Moment, wo sie weg sind, merkt, wie viel sie einem bedeutet haben. Und ich glaube, also das ist das, wovor ich mich fürchte. Und ehrlich gesagt bin ich auch Schriftstellerin geworden, weil ich Probleme habe, in der Gegenwart zu sein. Ich bin immer über Bande. Jetzt rede ich mit Ihnen über etwas, was ich vor einigen Jahren geschrieben habe, als ich ganz einsam in der Bibliothek saß und dachte, um Gottes Willen, werde ich jemals mit diesem Buch fertig? Ich habe 5 Jahre daran geschrieben. Aber jetzt habe ich eine Gemeinschaft über Bande, über dieses Buch. Ja, eine Gemeinschaft auch, mit der man diese Frage teilen kann. Dieses, was auch schon zum Mythos gesagt wurde, im Verzeichnis hast du auch eine Art von Landkarte aufgezeigt mit möglichen Antworten, aber auch mit mehr Fragen. Das ist sozusagen dieser Wunsch hier, der, als du sprachst von dieser Abwesenheit, auch im Falle der Liebeslieder von Sappho. Wir haben auch hier ein Zitat von Borges gehört, der von allen Instrumenten, die in der Menschheit geschaffen wurden, egal ob es das Teleskop war, aber so sehen wir doch, dass hier also das Buch doch wirklich dasjenige ist, was wirklich eine Vergrößerung oder Erweiterung der Erinnerung und der Vorstellungskraft ist. Das sind diese beiden Achsen, anhand der du uns nun im durch das Verzeichnis einiger Verluste auch führst. Klingt gerade wie ein Schlusswort, absolut. Nein, ich stehe halt auf Bücher. Ich glaube, dass tatsächlich ein Buch, das ist tatsächlich, es kann wirklich sowas wie ein Freund sein und das kann tatsächlich einen Raum eröffnen. Und das ist was, was Magisches, absolut. Das glaube ich wirklich. Muy bien. No sé si tenemos más. Ich weiß nicht, ob es noch weitere Fragen im Publikum gibt. Wenn das nicht der Fall ist, vielen Dank hier, dass Sie hier waren. Auch vielen Dank an Judith Schalansky, hier bei uns gewesen zu sein. Judith bleibt nun hier und wird hier auch einige Bücher signieren. Wir haben auch die Möglichkeit, hier ein Buch noch zu kaufen, sofern wir es noch nicht haben. Vielen Dank noch einmal, Judith auch. Und vielen Dank auch dem Espacio Telefonica, um hier diese Veranstaltung zu haben.